warten mal, bis hier die Hölzer ankommen. Dann nehmen wir die gleich wieder mit drüber für das Upgrade. Hallo Golfer. Und bauen hier drüben schön mal alle Markthäuser wieder aus. Ich habe das zu sehr vernachlässigt. Warten kurz ab, nicht dass die Horizon dann hier wieder unser Holz mitnimmt. Jetzt gilt's schnell zu sein. Upgrade. Nochmal Upgrade. Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Upgrade. Oh, können wir nicht, weil... jetzt ist kein Glas mehr hier. Holen wir das Holz wieder hier raus. Wir warten mal etwas ab. Jetzt kommt nämlich hier die Holzproduktion richtig in Schwung. So. Dann Upgrade. Geht immer noch nicht. Wir produzieren hier oben doch auch Glas. Richtig? Hätte ich jetzt gemeint. Ja. Also ein bisschen hurtiger könnte das alles schon gemacht werden. Wie viel Quarz haben wir denn hier drin? Quarz ist auch viel drin. Wir könnten hier auch nochmal für welches Bauvorhaben mehr Glas sorgen. Ihr? 10 Holz brauchen wir dafür. So, ich sichere mir das Holz wieder, damit es uns nicht wegnimmt. Wir bauen nochmal eine Glasschmelze. Oh, das wird jetzt so florieren hier alles. Ich habe das zu sehr vernachlässigt, den ganzen Ausbau. Immer schön upgraden. Wir haben hier nochmal ein Handelshaus. Hier vorne ist noch eins. Da sind sogar zwei. Da ist noch ein altes auch. Zwei alte sogar. Wobei es hier, denke ich mal, nicht so dramatisch ist. Hier zum Beispiel, hier ist es egal. Ich weiß nicht, ob sich die Frequenz der Karren auch ändert, dass die öfters kommen. Aber hier ist es normal egal, weil ja nur ein Zugang ist. Wobei hier auch noch einer ist. Aber wir, na gut, wir werden einfach mal alle upgraden jetzt. Die müssten wir dann auch upgraden in den, auf den anderen Inseln. Ihre Wasservorräte werden knapp. Ich helfe euch gerne aus. Gut, damit müssten alle... hier ist noch eins. Und hier können wir auch nochmal upgraden, aber alle anderen müssten passen. Jetzt fehlen uns noch Steine. Ich fahre nochmal eine Fuhre rüber, genauso Holz. Noria aktualisieren. Können wir hier unten selbstständig das machen oder fehlen uns hier auch die Materialien? Das ist schon upgraded. Oh, die können wir noch gar nicht upgraden. Okay. Die können wir nicht upgraden. Und das hier, das würde auf alle Fälle Sinn machen, das upzugraden. Aber da fehlen uns noch Steine. Lasst mich euch ein wenig unter die Arme greifen. Wo ist mein Schiff?
Da ist es. Was habe ich denn hier für ein Schiff? Aquarius. Ah, die Aquarius war das kleine Handschiff. Ich glaube ja. Wir versuchen hier mal die Planken loszuwerden, weil die Aquarius ja in Rente geht. Laderaum voll, verladen, fehlgeschlagen, vielleicht geht's hier. Okay. Weg damit. Einmal. Oh, Steine. Gut, damit sind die Markthäuser hier erstmal fertig. Und wir werden weiterfahren nach Süden noch. Hier runter. Ein gutes Geschäft. Weil das hier ist natürlich auch, ne? Wir haben hier 4 Brauereien und ein kleines Markthaus nur. Kein Wunder, dass hier nichts vorwärts geht. Dass wir immer Engpass haben. Da kann ich hier noch so viel bauen. Wenn die nicht abgeholt werden können, die Teile, oder nicht so schnell abgeholt werden können, dann können die Sachen halt auch nicht hochtransportiert werden. Aha, da hast du einen Fehler gemacht, mein Lieber. Schön zerpflückt von unseren beiden Türmen und unserem Schiff. Ah, jetzt brauchen wir noch Glas. Mist. Glas vergessen. Gut. Und dann schauen wir uns nochmal die Produktion an, ob da soweit jetzt alles in Ordnung ist. Schauen die unseren Brunnen an oder unsere Statue hier oben. Tatsächlich. Kleinen, dicken Adeligen. Und wenn das alles passt, bauen wir noch ein paar Häuser. Glas, Glas, Glas. Dann lassen wir es gut sein für heute. Was liegt denn hier? Oh, da liegt noch Fracht, die wir verkaufen können. Von dem Bösewicht. Der Erfolg dieser Angelegenheit hängt von eurer Unterstützung ab. Eine Bauchtänzerin soll man bringen. Mach mal nicht. Entschuldigt das Missverständnis. Ja, mach nix. Kann mal passieren. Bin doch nicht der Depp für alles, Mensch. Ständig muss ich mich hier um irgendwelche umherlaufenden Typen kümmern. Und wir brauchen die Kohle auch einfach nicht mehr. So, wie sieht's aus? Also, sieht gut aus. Brot ist etwas mager momentan. Das heißt, hier oben haben wir hier nicht ausgebaut. Brot eigentlich. Liegt's hier an der Transportroute. Dass hier nur 40 transportiert werden. Offensichtlich kann man sich auf euch nicht verlassen. Nö, er bringt nur 19 Brüte rein. Das heißt, wir müssen hier... Wir haben bestimmt ziemlich viel Weizen. Immer noch. Wir haben überhaupt keinen Weizen. Überhaupt keinen Weizen hier. Okay. 2 von 5, 0 von 5, 1 von 5. 4 Weizenfelder, 3. Lass ein paar Münzen springen, dann geschieht's. 20.000. Niemand widerspricht Hassan Ben Said. 3. Ungestraft. Wir hauen hier nochmal 2 so Weizenfelder rein. Ich werde hier mal einstellen, dass wir beim Holz immer noch 10 Tonnen im Lager lassen. Fleisch, Stein,
Mäntel, Holz. Oh, geht nicht. Mäntel und Holz. Dass wir hier auf das Schiff laden. 20, machen wir mal 30 auf Schiff laden. Aber wenn wir nicht 30 zusammenbekommen, dann bleibt da auch wieder nichts übrig. Aktuell sind hier 2, 3. Das klappt mit den aktuellen. So schnell wie der hin und her fährt, nimmt er trotzdem immer alles mit. Okay, wir müssen das anders machen. Wir lassen das auf volle Stufe und werden das manuell dann steuern. Meine Flotte ist unermüdlich dabei, Waren aus der Heimat hierher zu transportieren. Wir bringen die Sachen manuell rüber und bauen das dann alles. Das gefällt mir. Das ist Rio Grande. Die holt kein Holz. Also, Weizenfarm hier oben. Hier nochmal. Dann bauen wir hier auch nochmal eine, nur zur Sicherheit, dass wir auch wirklich genügend Weizen bekommen. Und dann sollten die Betriebe hier auch schön ausgelastet sein. Womit ich behilflich sein kann? Yep. Jetzt bauen wir noch ein paar Hütten. Schauen noch mal ein bisschen zu, wie das alles hier wächst und gedeiht. Holz ist da. Perfekt. Marktplatz hier oben. Bauen wir mal so hier rein. In Mitte. Hauen hier mal die Sachen weg. Einmal Seilerei, Hanf, Klamotten und nochmal Hanf. Haben wir jetzt alles mal weg hier, damit wir ausreichend Platz haben. Müssen dann auf der anderen Insel, denke ich mal, nochmal nachrüsten. Aber kein Problem. So, 1, 2, 3. Ich würde gerne noch das Fundament legen. Aber wahrscheinlich wird das nicht mehr klappen heute. Wir schauen mal zu. Die brauchen jetzt... Ah, die haben immer noch Glauben. Tatsächlich. Ah, von der normalen Kirche. Wohnhäuser steigen auf. Wir haben keine Bettler... Bis auf 248. Die Kohle fließt. Also von dem Kollegen, der uns immer angegriffen hat. Meine Entermannschaft wetzt schon. Kriegen wir nicht mehr viel mit aktuell. Da versucht er wieder nachzusetzen noch. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Aber er wird sofort dann von unseren Türmen beschossen. Die hier. Brunnen einer Noria leeren. Und komplett zerlegt. Perfekt. Besser könnte es jetzt momentan nicht laufen. Und bis der dann wieder nachproduziert, dauert es natürlich auch wieder, hoffe ich. Bis der wieder neue Schiffe nachproduziert, dauert es dann. Ich wusste immer, dass ihr diese Stadt. Wie sieht's aus? Kleidungsbedürfnis. Ja, das haben wir jetzt natürlich etwas reduziert hier. Hier oben. Basteln wir hier oben Kleidung, ja. 5 von 5. 4 von 5, 5 von 5, also die sind komplett ausgelastet. Da können wir ruhig nochmal Webstube bauen. Wenn ich denn irgendwann jetzt nochmal Holz bekommen sollte. Einmal. Wir bauen mal 2 Stück. Sollte das Kundenproblem auch gelöst sein.
fehlen noch Patrizier. Wir brauchen eine normale Kapelle noch. Es ist mir wie immer eine Ehre. Die setzen wir. Wo sind denn die anderen Kirchen? Ich kann hier nichts erkennen. Normale Kirche. Hier ist eine. Aber ich sehe die anderen dann nicht, wenn ich die ausgewählt habe. Das ist etwas schade, dass man gleich sieht, wo sind die anderen Kapellen. Das ist... hier ist eine. Die geht bis hier hoch. Das heißt, die nächste können wir ruhig mal hierher setzen. Das erfasst dann zwar die hier unten nicht. Soll doppelklicken auf die Kapelle. Oh, vielen Dank, Neusens. Dankeschön, das kannte ich noch nicht. Das ist genau das, was ich eigentlich haben wollte. Damit man gleich sieht, wo sind eigentlich alle Kapellen oder wo sind alle Marktplätze oder gut, bei den Kirchen hier ist es kein Problem. Oder bei den Schuldturm. Super Sache. Genau das. Oh Mann, wie kann man denn das hinter einem Doppelklick verstecken? Macht doch mehr Sinn, wenn ich hier anklicke, dass es jetzt gleich auch angezeigt wird. Sehr schön. Oh, das ist gut. Dann können wir zum Beispiel hier noch eine Kapelle reinsetzen oder hier oben noch eine reinsetzen. Das könnte man eigentlich... Hier fehlt noch eine Schenke. Schenke, genau das gleiche Problem. Hier ist schon einigermaßen abgedeckt. Wir brauchen hier eine und hier oben. So. Und... vielleicht hier. Wunderschön, wunderschön. Also die Leinkutten, hoffe ich mal, dass die jetzt demnächst sich wieder füllen, besser füllen. ¥14. Wir behalten das mal im Auge. Wie lange der braucht, bis er wieder neu anliefert. Alles andere sieht soweit jetzt erstmal gut aus. 4 Tonnen, 3 Tonnen, 2 Tonnen, 1 Tonne, 0, 23 Tonnen. Wunderbar. So, wir bauen wieder ein paar Häuschen. Ihr habt ein gutes Geschäft gemacht. Wie viel haben wir jetzt überhaupt? 1200. Wir brauchen 1900. 2000 brauchen wir für den Kaiserdom. Zypresse 1500. Werden wir heute nicht mehr schaffen. Ich hau hier trotzdem jetzt noch ein paar Häuser rein. Dann müssen wir uns wahrscheinlich nächstes Mal wieder schön um den ganzen Bedarf kümmern, der hier neu aufsteigt. Die ganzen Feuerwehrhäuser kann ich offenbar abreißen. Wir haben noch kein einziges Feuer in dieser Stadt gehabt. Bier ist etwas schwach. Hier hätte ich aber gemeint, dass wir hier unten das relativ gut ich helfe euch gerne haben. Aus. Es fehlt an Weizen. Es fehlt tatsächlich an Weizen. Und auch an Kräutern. Ihre Bevölkerung sehnt sich nach Gemeinschaft. Oh, da haben wir irgendwo was verpasst drinnen. Eine gegnerische Flotte drängt in ihr Hoheitsgebiet vor. Wer ist denn das? Das ist aber nicht unserer. Möchtest du wissen, die kämpfen jetzt gegeneinander. Dein nasses Grab befördert. Es war ein Schiff wie dieses, auf dem ich dereinst meine erste Reise als Diplomat antrat. Oh Gott, alles klar. Die ganzen Sprüche sind ja in Anno 1800 auch schon wieder so, ne?
Das ist ja auch, das, die sind in Anno 1800 ziemlich häufig jetzt noch. Ich hoffe, da wird die Frequenz etwas runtergeschraubt. Aber die sind ja jetzt auch schon wieder so ganz komisch. So, hier unten werden wir die Brauerei etwas ausbauen. Mit mehr Kräutern und mit mehr Weizen. Hier unten. Speichern. Spiel gespeichert. Wir hauen einfach mal wieder so viel rein. Ist ja eh egal, wir haben ja die Kohle. Machen mal 3 Weizenfelder. Und nochmal 3, die... Ah, jetzt haben wir kein Holz mehr. Mist. Müssen wir nochmal Holz runterbringen. Gar nicht so viel Holz. Wir warten mal kurz ab, was hier nochmal geliefert wird. Bring me the wood. Gar nichts. Kommt nochmal ein Handelsschiff. 10 Holz. Okay. Bitte lasst uns und dann bleiben. Bauen wir hier unten, ich würde mal sagen, nochmal eine Klosterbrauerei. Und 2 Kräuterfelder. Wir haben hier 3 Weizenfelder nochmal und dann auch 3 Kräuterfelder. Dann bauen wir nochmal 2 Klosterbrauereien. Brauchen wir 3 Steine. Haben wir natürlich nicht mit dabei. Und wir brauchen auch noch nie Glas für das nächste Upgrade. Haben wir sogar. Steine und Holz. Aber die verwenden jetzt auch Holz für den Aufstieg. Ich blockiere das mal eben. Damit hier sich ein bisschen Holz ansammelt, bis wir hier oben ankommen. Wir das gleich mitnehmen können. 1200 Goldstücke pro. Ich weiß immer noch nicht, ob das pro Monat ist oder was das für eine Einheit ist. So, jetzt könnt ihr weitermachen. Passt. Wir können ja mal bei der Produktion schon mal vorsorglich einstellen, dass hier 2 Fuhren mitgenommen werden. Auch wenn das jetzt noch nicht der Fall ist. Helft aber vielleicht bei. Kommen wir der irgendwann. Sultan wird davon erfahren. Ich war wohl zu voreilig. Irgendwann in die Richtung, dass wir hier ich bin euch in tiefster doppelte Dankbarkeit verbunden. Plätze belegen. Was sollte ich denn hier bauen? Ah, ich wollte ja hier upgraden. Nochmal upgraden. Passt. Alles gut soweit. Und dann schauen wir mal, was das ausmacht an... Aktuell sind es 22 Hupen. Wir schauen mal, was beim nächsten Mal rauskommt. Eine Noria verbraucht ihr letztes Wasser. Habe ich dich nicht gerade eben aufbereitet? 22 Hupen war das. So, Brot. Lager leert sich, Bier, aber ansonsten alles noch im grünen Bereich. Allah segne euch. Bei den Adeligen stehen wir immer noch auf Gelb, genau. Allah segne euch für eure Zuverlässigkeit.
Ein gutes Geschäft ist mir willkommene Abwechslung. Salam alaikum. Wenn mich nicht alles täuscht, brauchen wir für den, so war es jedenfalls in der Kampagne, für den, für diesen Kapelle, für den Kaiserdom, insgesamt Waffen, Werkzeug, Holz, das gefällt mir, Steine und Glas. Also alles, was wir aktuell auch schon produzieren. Korsaren greifen eines ihrer Schiffe an. Das brauchen wir dann später für den Bau. So, jetzt wird der hier wird vernichtet. In ihr Hoheitsgebiet vor. Nimm das! Da sind wir nochmal schön durchgefahren. Über die Planken. Gut. Also, denen geht's alle einigermaßen gut. Most wird auch schon wieder etwas... Na gut, da müssen wir einfach nachjustieren dann. Da müssen wir nachjustieren, hilft ja alles nichts. Ich würde gern hier oben echt nochmal was für das Holz bauen. Mir kommt das so vor, als wäre das viel zu wenig. Als würde hier viel zu wenig abgebaut. Das ist einfach viel zu wenig. Ah, wir haben wieder keine Steine. Die wurden offenbar gerade abgeholt. Okay, ich würde sagen, lass es gut sein für heute. Wir haben auf alle Fälle schon sehr viel ausgebaut. Wir gehen nochmal in die wunderschöne Ansicht hier über unsere Produktionsinsel, wo ich hier das Konto auch finde. Sehr schön mit unseren beiden Wachtürmen hier vorne. Das ist so wunderschön. Ich freue mich so auf Anno 1800. Ich lasse mich mittlerweile nicht mehr oft hypen. Aber auf Anno ab 1800 habe ich so dermaßen Bock. Und genauso habe ich hier Bock auf unsere wunderschöne, riesige Stadt hier. Ich glaube, da gibt es noch ein... Ich muss mal nachschauen, ob es nach den Adeligen noch mal eine Stufe gibt. Normalerweise, wenn ich hier reinschaue, in die Übersicht... Nein, würde ich mal sagen, nein, dass hier nichts mehr kommt. Auch beim Bauen hier haben wir keinen Platz mehr. Auf der anderen Seite, vielleicht wird da noch einer dazwischen gequetscht. Vielleicht war es das aber auch schon mit den Adeligen dann. Gut, und beim nächsten Mal werden wir jetzt eigentlich nur noch, in Anführungsstrichen, weiter Häuser bauen. Werden weiter unsere Produktion optimieren, damit die neuen Häuser und die neuen eingezogenen Personen und Leute, dass die auch was zu essen und zu trinken haben und Bedürfnisse haben, erfüllt haben. Hier zum Beispiel der Most schon wieder. Und werden erstmal schauen, dass wir hier auf die 2000 Adeligen kommen. Wir brauchen für den Abschluss 5000 Adelige. Fuck. 5000 Adelige brauchen wir, die wir hier irgendwie ansiedeln müssen. Ich bin mir noch nicht sicher, ob wir das überhaupt auf der kleinen Insel schaffen. Eventuell müssen wir ausweichen auf diese Insel hier unten. Das heißt, wir müssen dann nochmal jede Menge Handelsrouten einrichten, die dann quasi von unserer Produktionsinsel weggehen. Aber selbst die Produktionsinsel wird jetzt schon sehr knapp und sehr klein. Bauen, wenn wir hier noch irgendwie 3-4 Mosthöfe dran setzen... Hier unten noch ein paar so Felder für Weizen. Also das wird schon eine knappe Kiste, Mensch. Theoretisch können wir natürlich hier unten auch anfangen noch anzubauen. Dass wir vielleicht hier unten schauen. Most, ne? Dass wir den Most einfach hier unten anbauen. Und erstmal das hier alles aufbauen. Und hier oben dann schön die ganzen Häuser bauen bis hier unten. Wäre auch eine Option. Ich habe die Befürchtung, dass hier oben die Produktionsinsel alleine nicht mehr reichen wird. Könnte ich mir vorstellen. Na gut, wir werden es auf alle Fälle rausfinden. Ich würde es gerne im Stream wieder weiterspielen. Und mit euch das gemeinsam hier aufbauen. Wann ich das noch mache, weiß ich noch nicht. Morgen geht es erstmal weiter mit Crusader Kings 2.
morgen Abend. Vielleicht schaut der ein oder andere vorbei. Würde mich freuen. Und ansonsten schauen wir einfach mal, vielleicht gegen Ende der Woche, Donnerstag oder dann am Freitag oder Samstag, Wochenende eventuell, dass wir hier noch ein gemütliches Ründchen Anno 1404 spielen. 9 muss es immer in der Quersumme sein. Ich wünsche euch einen schönen Sonntagabend und einen guten Start in die nächste Woche, in die Arbeitswoche. Und wir sehen uns morgen Abend. Bis dann. Gute Nacht. Ciao.